Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ja, nach dem Camping-Talk im April ist es Zeit, in diesem Monat mal wieder ein Camper-Update zu machen. Und los geht's nach dem Intro. Folgende Themen haben wir diesmal für euch vorbereitet. Campingboom ungebrochen, fast 1 Million Wohnmobile in Deutschland. Gleichzeitig die Frage Einbruch am Markt, warum wir daran auch nicht glauben. Ja, der Urlaub auf Campingplätzen in Deutschland wird immer teurer und Messetermine, Achtung, so Ticketverkauf, darum soll es in diesem Camper-Update für Mai 2024 gehen. Der deutsche Wohnmobilbestand hat sich seit dem Jahr 2017 nahezu verdoppelt. Laut Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg gab es binnen des letzten Jahres ein Wachstum von ca. 8%. Aktuell sind wir bei ca. 908.000 zugelassene Wohnmobile in Deutschland. Wenn sich dieser Trend, also von ca. 70.000 Fahrzeugen pro Jahr, so weiterentwickelt, dann werden wir spätestens übernächstes Jahr, im Jahre 2026, die magische Marke von 1 Million erreichen. Ja, laut Bild.de werden die meisten Wohnmobile im hohen Norden und im tiefen Süden gezählt. Also im Vergleich der Bundesländer ist Schleswig-Holstein klarer Spitzenreiter mit 19,2 Wohnmobilen auf 1000 Einwohner. Nur bei Anzahl der Campingplätzen sieht das anders aus, denn laut PinCamp Stand November 22 ist in Schleswig-Holstein nur mit 270 Campingplätzen zu rechnen, deutlich hinter Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Das heißt, die Schleswig-Holsteiner haben viele Wohnmobile, aber wenig Campingplätze. Wobei, okay, das Land ist auch sehr gering. Also der Campingboom definitiv ungebrochen. Fast 1 Million Wohnmobile haben wir aktuell in Deutschland. Einbruch am Campingmarkt? Vielleicht ja, aber definitiv ist der Campingboom damit nicht vorbei. Wie wir das meinen, das sagen wir euch jetzt ganz einfach mal. Ne? Die Höfe stehen voll wie schon lange nicht mehr. Fahrzeuge werden sogar teilweise zu Händler-Einkaufspreisen an den Kunden verschachert. Ist das denn der Abgesang des Campingbooms? Na, vor 2 Jahren, bei diesen teuren Spritpreisen, hatten wir im Video schon mal veröffentlicht, Kostenexplosion bei den Spritpreisen, schnelles Ende des Campingbooms. Das Video hat viel Kritik bekommen. Ja, das geht doch nicht, wegen dem Ukraine-Krieg, völlig daneben. Ja, wir wollen jetzt nicht darauf eingehen, aber auch damals, vor 2 Jahren, meinten wir, könnte das jetzt das Ende des Campingbooms sein? Naja, 2 Jahre später, bei teils noch höheren Preisen, die wir hatten, können wir feststellen, der Boom ist definitiv nicht vorbei. Ganz im Gegenteil. Wir haben ja gerade gehört, ne, steigen die Zahlen der zugelassenen Wohnmobile stetig an. Und auch hier auf unserer Reise in Schottland sahen wir regelrecht Wohnmobilschlangen. Also ein Wohnmobil nach dem anderen. Okay, die meisten jetzt hier aus UK, aber auch viele Deutsche mit dabei. Ja, und warum sind wir jetzt der Meinung, dass der Boom definitiv nicht vorbei sein wird? Ja, das liegt ganz einfach daran, eine hohe Anzahl an Wohnmobilen werden durch ältere Mitmenschen gekauft. Ja, und gerade die jetzt in Rente gehen und in der Blüte ihres Lebens im Endeffekt stehen und richtig was erleben wollen, wäre der Campingmarkt bestimmt sehr interessant. Man muss sich mal vorstellen, zwischen 2027 und 2031 werden über 6 Millionen Mitmenschen das Rentenalter erreichen. Und wenn davon nur 5% sich für ein Wohnmobil interessieren und dann auch kaufen, dann werden weitere 300.000 Wohnmobile den Markt fluten. Der Markt ist also definitiv nicht vorbei. Wie gesagt, die Preise purzeln auch jetzt wieder. Aber es wird auf jeden Fall noch interessant und das bedeutet, wir brauchen mehr Stellplätze, mehr Campingplätze, denn wenn die Flut kommt, die es auch verdient hat, die haben ihr Leben lang natürlich auch gearbeitet, dann müssten wir vorbereitet sein. Und der Campingboom steigt und das trotz steigenden Preise, denn laut Bild.de steht uns ein teurer Campingurlaub vor, also ein teurer als 2023.
Bei all den steigenden Preisen ist es natürlich nicht verwunderlich, dass auch die Campingurlaub auf Campingplätzen teurer wird. In der Spitze bis zu 17% mehr kostet es zum Beispiel, wenn du einen Stellplatz in Hamburg für 2 Personen mit Strom nimmst. Allgemein sind die Preise für die Sommersaison 2024 durchschnittlich um 6,5% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. So eine Sprecherin der Internetplattform camping.info. Durchaus humane Preise, wobei auch dort die Preise natürlich gestiegen sind. Die findet ihr auf Campingplätzen, wenn ihr in Thüringen, dem Saarland oder halt in Sachsen-Anhalt unterwegs seid. Europaweit gibt es auch einen neuen Spitzenreiter. Früher war es die Schweiz, jetzt ist Italien der Spitzenreiter der teuersten Campingplätze, gefolgt von Kroatien und der Schweiz nur noch Platz 3. Relativ günstig, wer es mag, kann in Albanien oder halt in der Türkei Campingplätze besuchen. Die Preise von über 20.000 Campingplätzen in 34 europäischen Ländern wurden für diesen Vergleich von camping.info ausgewertet. Kroatien waren wir letztes Jahr. Wenn du außerhalb der Saison bist, sparst du auf jeden Fall Geld. Das ist immer das Perfide. Die Familie hat Urlaub und dann werden die Preise teuer. Das ist aber leider überall so. Schade. Schade, schade, schade. Messetermine. Ja, so viele Messen finden jetzt nicht statt, aber wir möchten trotzdem kurz darauf eingehen. Das größte Dachzelt-Event des Jahres findet vom 23. bis zum 26. Mai in Hameln statt. Euch erwarten bis zu 2000 Camper aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz mit und ohne Dachzelt. Das ganze Wochenende plus Übernachtung gibt es ab 98 Euro. Schaut da mal nach. Ist bestimmt interessant, weil wir haben auch hier in UK viele Dachzelte gesehen. Und dann Ende Mai, vom 30. Mai bis zum 2. Juni erwarten dich spannende Aussteller der Offroad- und Caravan-Szene auf der Abenteuer- und Allradmesse in Bad Kissingen. Ihr wisst, Dirk hat schon berichtet von Avanti on Tour. Er ist da, Kai von Travel Camping Living, der ist ebenfalls dort. Also die erwarten euch, ist bestimmt interessant. Eintrittskarte für einen Erwachsenen 25 Euro, Tageskarte mäßig kostet 15 Euro. Kinder bis 8 Jahre sind kostenfrei. Und dann natürlich der Höhepunkt wie jedes Jahr ist der Caravan-Salon Düsseldorf vom 31. August bis 8. September 2024. Der Preview ist am 30.8. Laut Webseite startet der Ticketverkauf bereits ab Juni 2024. Also nächsten Monat geht's los. Ein genaues Datum stand da jetzt zum Redaktionsschluss leider noch nicht fest. Auf jeden Fall erwarten euch 9 spannende Tage in Düsseldorf. Ja, das war schon mit dem Camper-Update für Mai 2024. Das nächste Camper-Update oder Camper-Talk dann hoffentlich wieder im nächsten Monat. Thema bestimmt dann wieder alles Wichtige um den Caravan-Salon Düsseldorf. Denn Obacht, die Tickets gerade für P1 sind sehr beliebt und schnell vergriffen. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Kurz, prägnant, einige Infos. Wenn ja, schickt uns gerne eine E-Mail an redaktion@camper-update.de. Vielleicht ist für euch, habt ihr etwas Interessantes, über den wir berichten sollen? Dann gerne eine E-Mail und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao!